Hallo und willkommen zu einem neuen Part Borderlands 2. Diesmal leider ohne Raid, aber wer kennt nicht die gute Rechnung? 2 minus 1 ist gleich 4. Weil ich kenne die, ich habe Mathe 1. Es sind viel zu viele. Wir haben einmal die Nabo. Hallo. Einmal den Rubli. Ja, hallo, hier in der Mitte. Zwischen Rubli, der Toast ist, und einmal Jojo. Hallo. Der Polarforscher ist im Sanctuary. Ich hab ganze 9 Frames, meine Damen und Herren. Wow. Meine Damen und Herren, möchten Sie eigentlich dahin reisen, wo wir arbeiten müssen? Ich hab einen Laptop. Was willst du jetzt erwarten? Meine Damen und Herren, ein schlechter Laptop. Fresse, Alter. Was? Okay, was? Dann komm jetzt ich mal mit. Wir haben einen Auftrag. Ich zeig dir jetzt mal, was ich meine. Komm mal mit. Komm, hier. Heute geht Case Opening. Case Opening aller Jojo. Achso, der macht jetzt Kisten. Oh, lass plündern. Wenn du es plünderst, mach ich keine Kiste danach mehr auf. Wie viel Kies hast du, Alter? Genug. Oh, die Messer ist gekauft. Cool. So, prügelt euch um die Waffe. Ganz einfach. Meins. Busswaffen prügeln. Meins. Also jetzt habe ich noch 18, aber ich habe einen Code, den ich immer wieder benutzen kann. Warte. Ich überlasse euch. Was? Die Teile gibt es auf meinen Nacken, aber weiß nicht, dass du sie dir einfach gönnen kannst. Egal. Nee, ich habe die Kolossion-Sniper, die wollte ich haben. Meins? Meins? Wie diese Vögel bei Nemo so. Meins? Meins? Boah, also. Was haben wir denn hier? Das mag ich nicht. Ich finde mein sowas geil, ne? Also sowas hier wäre was für dich, Nabo, so mittlere Distanz. Was? Ich kann mit sowas nicht umgehen. Nabo? Einfach draufhalten. Magst du das hier haben? Das ist ziemlich gutes Scharfschützen, vielleicht ist es besser als deins? Ja, es ist viel, viel besser als meins. Dann nimm's mit. Ruhig. Ich will mein Elektroschussgewehr behalten. Ja, okay. Guck dir mal meine Sniper an, Rubli. Die ist grün. Ich hab ne Standard-Sniper. Guck mal meine an. Soll ich mal schießen? Guck mal, wenn ich schieße, guck mal. Die da. Voll geil, oder? Bist du meine? Guck mal, wenn ich schieße, Mann. Ja, ist mir egal. Interessiert mich nicht. Ja, möchte das da jemand sich haben, nehmen? Meine Metas ist nämlich voll. Was ist das? Nein, ich will's nicht. Wer noch Platz hat, soll Nemo verkaufen. Ne? Weil dann mach ich jetzt noch eine auf. Verkauf noch eine und dann gehen wir verkaufen. Krieg ich einen vierten Waffenslot? Obwohl, jetzt sagen wir mal, wie viel hab ich jetzt aufgemacht? 3, oder? Ich könnte noch eine aufmachen. Ne, warte, ich mach dann immer 4 pro Aufnahme auf. Kinder. Für jeden sozusagen, der eine den vierten Waffenslot? Die Sniper ist ja noch viel schöner. Und sie ist weg. Das war jetzt die andere, ich muss nur gucken. Ah, na, wo kannst du sogar haben von mir aus? Die ist schlechter als meine. Was für eine Mega-Sniper hast du denn? Ich schmeiß mal meine kurz daneben, Nabo, hier. Die ist sogar grün und hat höhere Werte. Okay, sag ich nichts zu. Die wissen schon, was sie tun. Sniper geschenkt, sie sagt nichts dazu. Ja, danke schön. Laut nicht rein, jetzt habe ich ganz viele schöne Sniper. Und kann gar nicht. Ich habe meine Infinity. Mit der hier ganz zufrieden. So, können wir loslegen, oder? Ja, warte, ich verkaufe gerade noch Scheiße. Weiß gar nicht. Weiß auch gar nicht, ich weiß nicht. So, also, wir gehen jetzt zum Tundra-Express, Leute. Ja. Ey, warte, hat irgendjemand eine Feuerwaffe? Bitte, ja. Navo hat eine Feuersniper. Ja, die ausgerüstet ist auch schon. Ja. Gut, die brauchen wir dann. Dann krieg ich den vierten Waffenslot. Ich hab's jetzt schon mal gefragt, ich hab's nicht mitbekommen. Deine Waffenslots-Erweiterung kriegst du pro Level. Was? Wie? Level? Ja, also den vierten Waffenslot kriegst du, glaube ich, ab 20. Oh, das dauert ja noch ewig. Lange noch? Aber ich hab eine Waffe, dauert nicht für lange, das geht schnell, Nabo. So, also? Ich hab Borderlands mit allen DLCs, also die Hauptstorys überall, an einem Wochenende durchgespielt. Ja, wir haben es versucht. Und den Nebenquest von Centuries alle gemacht. Okay, was wissen wir jetzt über Jojo? Ich war krank, hatte kein Leben, keine Freunde und Borderlands. Das heißt, du hast jetzt auch kein Leben. Ich könnte jetzt mit einer bösen Antwort noch was draufsetzen, aber ich lasse es mal. Komm, hau raus, ich vertrag sowas, ich kriege auch böse Sprüche. Was hat sich seitdem jetzt genau geändert? Also, Borderlands hast du noch immer? Er war so richtig schön unter der Gürtellinie, das mag ich.
Dann tatscht das wieder seinem Sack vorbei. Das oh ja. Das war jetzt ein bisschen zu viel. Das war so ein Griff in den Schritt einfach. Oha. Oh, Alter. Ich will ein Kaugummi-farbenes. So. Ich dachte, dass wir Mädchen dabei haben. Ich will fahren. Also ich fahr das, wo die liebe meinst du Fahrzeug 1? Wer hat jetzt Fahrzeug 1? Du kannst aus dem Mittel dabei haben, sorgt dafür, dass es ein bisschen mehr Niveau gibt. Spring mal auf meine Motorhaube, Robli, für deinen Zuschauer. Kann mal jemand auf diesen Fletcher reiten? Setz mich einfach, ich setz mich bei dir oben rein. Ich bin guck mal, da ist Lilith auf unserer Motorhaube im Bikini. Warum hast du das jetzt pink gemacht? Weil es kaugummifarben sein musste. Navoka. Nein, ich fahre. Was hast du für eine Waffe da drauf? Ich kann voll gut fahren. Ich fahre in Männerauto, lass mich hier fahren. Sei mal kurz leise. Navoka, guck mal auf meine Motorhaube. Lilith im BH. Ja. Oh. Was ist da? Lilith im BH. Der Feierhaus. Ich fahre im Männerauto, weil bei Navo habe ich Angst, dass ich nicht überlebe. Ja, okay, ich bang ein bisschen rum. Ich geb's zu. Sonst würden sie nicht schießen, weil sie Angst haben, dann Kratzer vor dem Auto. Ich teleportiere mich hier mit dem Auto. Ja, ich auch. Und wo fahren wir hin? Achso, wir mussten gar nicht so weit. Wir stehen hier schon. Mein Jojo, konntest du eigentlich noch beschissener fahren? Oh, ich seh's. Das haben wir auch gerade gesagt. Ich komm rüber über den Zaun. Komm ich hier raus? Ich weiß nicht, wie ich aussteige. Okay. Wie komme ich hier raus? Ich bin auch nicht mehr rausgekommen. Also da gibt's so eine Taste, die nennt sich E. Nee, die gibt's bei mir tatsächlich die nicht. Die ist direkt neben dem B. Ich glaube, da kommst du mit B raus. Ja, ich weiß. Ich habe dummerweise A gedrückt und dann ging der Counter los und ich konnte nicht mehr aussteigen. Ja, ich konnte auch nicht mehr aussteigen. Ich schätze, ich glaube, Start deine Tochter. Da wechselst du halt zwischen Fahrer und Schützenplatz. Deswegen ja. Also, ja. Und auf die Rückseite kannst du auch noch setzen. Ja. 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 Aber ich ruhig dran hoch. Also ich bin der Meinung, wir fahren alle mit dem besten Mobil, das gehört mir. Ja, Navo fährt nicht mit. Was? Nein, Navo kommt auf den Beifahrersitz. Yay, ich darf auf den Beifahrersitz, yay. Guck, wir machen Rubel nicht Part, die Part hier auf der Ladefläche, auch gut. So, Navo, ja, Einsatz deiner Feuerwaffe, entzünde bitte 3 von diesen kleinen Krabbelfiechern da unten. Bitte ohne was? Sie zu töten. Ohne sie zu töten? Ohne sie zu töten. Warte, ich mach das anders. Das geht einfacher. Komm mit. Lock sie mal alle zu diesem Turm hier. Wenn die mich angreifen, dann brennen sie. Nein. Lock die einfach mal mit. Ja, okay, ich hab 3 Stück. Kommt mal her. Ich zeig euch erstmal, wie das eigentlich geht, auch ohne Waffe. Völlig überfordert. Ich hab ein Feuerschild, die können mich auch angreifen. Hierher, ohne den Knopf zu drücken. Und jetzt? Warte, hört auf mich wegzuschubsen. Ich hab keine Ahnung, was ihr von mir wollt. Jetzt werden sie angezündet. Sieht geil aus. Ja, wow, geil! Ich kann ja mal Jojo hoch. Ich bin doch nicht Jojo! Oh, ich hab alle! Du hast mich nicht aufgewacht, ich hab sie noch erschossen. Helf mal lieber Navo. Von dir. Sammelst du mich ein? Das ist sehr lieb von dir. Warum ist Cyberbot schon tot, der Noob? Weil ich eh gedrückt hab. Jetzt solltest du alles. So, ich hab mich selber aufgeholfen. So. Ich hab mich selber aufgeholfen. Ja. Also ich sag's dir, ich bin Psycho. Bei mir steht Toast als Beschreibung. Also ihr müsst eigentlich nur in der Mitte stehen bleiben, dann kommt hier außenrum Feuer. Und da kann man sich eigentlich 5 Stück oder 3 Stück hinlocken, genauso wie an diesen Pflanzen, und dann einfach zerschießen. Weil dann brennen die genauso gut. Ja, aber hast du schon mal gesehen, was du jetzt nicht gemacht hast? So, warte, 1. Ah, ich werd verfolgt. Er hat 1 dabei, nicht töten. Hier, ich hab 1 dabei. Hat noch jemand 1? Ja, hier. Wir sind 3 Stück. Da sind hier genug, Alter. Hier, kommt her. Bitte nicht auslösen, bevor wir brennen. Sind. 2 brennen. Der dritte brennt nicht. Zündet den mal an. Na, wo? Schieß den mal wo an mit deiner Feuerwaffe. Hier, die fette Blase nehmen dir was. Ich hab noch eine Feuerwaffe, warte. Ich hab mal gleich eine Schrotflinte. Die macht etwas zu viel Damage wahrscheinlich. Zünd mal einen an. Na, wo? Anschießen. Und den hier auch noch. Hä? Herr, müssen Sie nicht als Lava brennen? Ich hab ihn gekillt auszusehen. Die macht zu viel Schaden. Das ist echt so easy, diese Mission, aber. Aber wir verkacken. Die können mich auch einfach angreifen, Alter, mein Schild. Das ist eine geile Schrotflinte, ey, wie ist ja mal. Warum bin ich jetzt immer mal tot? Achso, wir haben Feuer, den Feuer ist schon wieder angemacht. Ja, komm, einer muss nur noch brennen. Was ist denn das? Ich glaube, wir wollen dabei nicht sterben. Das ist der Grund. Nein. Oh, durch deine scheiß Lags treffe ich das Vieh da hinten nicht. Ja, das ist eine komische Steuerung. Einer muss nur wieder auf die Beine kommen. Leute! Ja, ich bin wieder da. Letzte Sekunde. Einer. Ach, jetzt verstehe ich das. Der legt einer brennt, jetzt wegschmeißt. Das ist ja geil. Eins muss nur noch brennen. Oh, jetzt ist das eine schon dabei wieder gestorben. Achso, die müssen. Die dürfen nicht dabei sterben. Zwei brennen. Einer muss noch brennen. Ja, wir haben's. Brennen. Ja, geht doch, mein Gott. Boah, du schwere Geburt, meine Güte. Aber wir sind schon bei 10 Minuten, ne? Was? Oh Gott. 10 Minuten? Ich hab den Scheiß davor in 2 Sekunden gemacht.
Nein, ich meine nur, die Folgen gehen wahrscheinlich 20 Minuten, ne? Das ist krass, wie schnell es umgeht dann wahrscheinlich. Oder? Er ist so cool. Ja, ja, ich mag den auch, den Sniper. So wütend. Mit seiner Slag, Sniper. Das Vögelchen ist ja wohl episch. Ja, das stimmt. Ich liebe dieses Vögelchen. Du willst es später nicht sehen. Ja, ich weiß es. Aber das ist so geil, wie der Vogel da nach außen sieht. Haben wir eine Sirene? Ja, ich bin eine Sirene. Hier, bei mir ist der Klassmod für dich. Ich kann ihn nicht mal töten, weil meine Schüsse so verzögert ankommen. Was ist das für eine komische Waffe, Alter? Die trifft ja gar nicht. Ich empfehle Quickscopen. Da trifft das meiste. Am besten auch meistens kritisch. So, dann gehen wir jetzt mal kurz zu meinem Lieblingscharakter. Meine Tina. Ja. Weil Jojo auch bekloppt. Ich kann nicht mal sehen. Ja, rat mal, warum ich mit euch aufnehme. Ich weiß es nicht, geil. Nein, ihr seid einfach bekloppt. Ja. Hä? Wo kommt hier rein? Das stimmt ja, hier kommt man ja nicht wirklich. Ich war hier noch nie. Ich war noch nie in diesem Turm drin. Und du hast alles durchgespielt. Lügt doch nicht. Ja, aber du kommst bei keiner einzigen Quest in diesen Turm rein. Na, wo das wird eh aufgeteilt, Munition. Okay. Sag mal, Leute, hier gibt's noch was, wo ich bin. Ich kann fies sein und euch beklauen. Nein, selbst wenn bei dir voll steht, einfach eh gedrückt hätten, bekommen deine Teammates das ab. Okay. Ist ja auch cool. Dann sind Käfer! Hallo Käfer! Cyberbot kriegt einen Anfall. Oh, hinter uns ist was Lilanes. Wie böse bist du denn? Ja, lila sind die gesleckten Viecher, die kommen von unserem lieben Sniper-Kollegen. Der steht mich oben auf dem Turm und schießt runter. Beilaster! Einfach nur Beilaster! Haben wir. Stirb, tot und so. Der Tod des Schattens. Stirb! Weiche von mir! Verrecke! Jetzt ist er weg. Das ist ein kleines Kuscheltier. Oh, Geld? Ich bin gerade zerfressen von allen Seiten und Nabu muss ich erstmal irgendwie Geld einstecken. Und ich gebe euch ein Schiff, ich sah diese Riesenminen. Meins! Aber lass mal weitergehen, ne? Sonst hängen wir ewig hinterher. Ja, ich weiß auch nicht, wo die anderen geblieben sind. Wo weiter vorne, glaube ich. Also wir warten gerade vor dem Eingang zum nächsten Bereich. Ja, wir sind schon längst da. Ihr müsst euch einfach nochmal kurz umdrehen, wir stehen direkt hinter euch. Ja, das ist nicht so jetzt, quasi nicht da. Jetzt. Ja, so einfach, quasi wenn ich jetzt sage. Ja, es ist nicht so, dass wir noch nicht da wären, sondern es geht einfach darum, dass... Ruf doch Claptrap zurück. Die Gehörchen, wegen dem Cooldown. Quasi so. So. Alter, ich klicke mit E an, der macht gar nichts! Komisch. Ah ja, stimmt, ich hab meinen noch höher aufgewertet. Jetzt, wo wir jetzt auch bereit sind, also wir waren zwar schon da, aber... Astra, hallo! Unser Buddy, die ist die geilste! Dein Idiot! Der ist 13! Hallo! Die ist so genial! Ramset. Man könnte ja vielleicht auch irgendwie mal ganz kurz erwähnen, warum wir den Anfang nicht spielen dürfen und Cyberbot das schon auf seinem Kanal zu sehen hat. Was? Ich meine einfach nur, dass man mal kurz erwähnt, dass Cyberbot quasi Let's Play mit Ray zusammen gemacht hat, so für die Zuschauer von allen anderen Kanälen. Irgendwie auf Anhieb nicht checken, warum wir mittendrin einsteigen und dass wir quasi jetzt das Ganze fortsetzen. Ja, weißt du, Cyberbot ist halt nicht so gut in der Sache, deswegen ja. Hat er auch nicht so viele Abonnenten. Braucht er halt irgendwelche Leute, die ihm helfen, ja. Doch, das stimmt schon. Kommt ihr oder wollt ihr euch da jetzt noch 10 Jahre in dieser Höhle umgucken? Tut mir leid. Da waren ganze 10 Dollar, die ich gerade geplündert habe. Ja, ich meine ja nur. Ja, und ein Munitionspack. Nee, ich meine ja bloß, ihr wollt was schaffen. Ja, die Kekse! Dann hab ich gesagt, dass wir durchhetzen. Ich hab nur gesagt, dass 10 Dollar. Ich hetze nicht. Frag selber, Bot hält mich sogar noch zurück. Hetze mich nicht! Na, Cyberbot, ich halte mich noch zurück. Du hast mich mit dem ganzen Lurker gesehen. Du fängst gerade schon wieder an, Alter. Entspannt euch doch mal. Mein Gott. Ja, beim Ganser kann ich nicht verstehen. Aber Jojo, weißt du, an wem ich mich wieder gerade erinnert habe? Mega hart. An Juice von Tokyo. Ja, ich weiß. Passt perfekt irgendwie.
Yay, fast perfekt. Und einer schießt da, wer schießt denn da? Der schießt oben, unser Sniper-Kollege von da oben, schießt er runter auf Mobs in der Nähe. Ach cool, okay. Mob. Weil er super Ballen, episch ist und in der Höhe. Der mobbt die Mobs. Ja. Aber auch nur, weil er einen Vogel hat. Ja. Und nur wegen dem Vogel ist er. Nur ein bisschen episch, aber nicht so doll. Ja, genau. Also ich werde mit meiner Aufnahme ab, die 5 Frames sind nicht so geil, Alter. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich werde von hinten komisch angeatmet. Das bin nicht ich, nein. Oh, jetzt atmet es vor mir. Ich glaube, er hat es überholt. Es tut mir echt leid. Das gib's doch zu, es tut dir nicht leid. Oh, da ist so ein bisschen bombenmäßiges Zeug drin. Bleibt einfach noch mehr dran stehen, Leute. Ich hör mal das Ding. Danke. Über mich jetzt dauert, da ist so ein Gegner, Vorsicht. Ein frierender Psycho. Dann tötet ihn doch. Ich helfe euch mal. Wartet, ich schmeiß mich. Hab mich gerettet, alles schick. Dann helfe ich Cyberbot. Guck mal hier, warte, Sniper brauche ich nicht, Schrotflinte. Boah, das sah geil aus. So, Cyber ist offen? Okay. Leben jetzt alle wieder? Nee, der soll nicht leben, da hinten. Oh, das ist so anstrengend zu schießen. Mega merkwürdig, die so nachzuladen. Fühl ich jedes Mal irgendwie... Die so nach vorne zu schmeißen, die Waffe. Der schmeißt jedes Mal weg, wenn er die nachlädt, ja. Das ist nicht eigentlich so gut. Also immer am besten die Waffe leer schießen, weil sonst schmeißt du ein komplettes Magazin weg. Ach so, ah, okay, jetzt verstehe ich das. Ach, Verstecke des toten Banditen. Gut, dann achte ich da jetzt drauf. Ich neige immer dazu. Scheiße, das war die falsche Mission, das war die Quest, die ich angenommen habe. Aber ich könnte zurücklaufen. Wir können nicht rücklaufen und die Karumba bei uns nehmen. Ja, können wir. Und ich möchte nur eins sagen, wenn wir alle in unser Inventar gehen, kriegen wir eine blaue Waffe. Ja, und? Ja, das war gerade eine Mission. Na, wo? In unserem Inventar eine blaue Waffe? Ja, ihr könnt jetzt eigentlich als Missionsabschluss euch eine Waffe auswählen. Boah, ich nehme mal so eine komisch aussehende Pistole. Wie lange nehmen wir auf, bis wir sagen, dankeschön. Würde mal sagen, so 20 Minuten oder so Standardfolgen. Also ich würde sagen 30 Minuten, weil man will ja auch was sehen. Ich schaffe 20 Minuten Videos. Wenn ich mir die 20 sind halt so Standard, weißt du? Und ja, das Ding ist aber halt, das wir sind nicht Standard, wir sind bekloppt im Kopf. Wir können ja mal abstimmen. So wir machen so nach Gefühl, was gerade so passt. Wir haben gut, wenn du halt Boss halt bist, ist natürlich doof, das stimmt schon. Aber so vorne im Boss sollte man schon mal so sagen, schaut nächstes Mal vorbei. Okay. Also ich habe das Gefühl, dass wir jetzt sofort aufhören sollten, weil es sind schon 17 Minuten, das ist eindeutig zu lang. Also. Und wir haben gerade eine Mission abgeschlossen. Genau, also das ist der perfekte Zeitpunkt, um jetzt direkt das Ganze zu kommen. Ja, dann halt die Aufnahme an und wir gehen direkt in die nächste über, mein Freund. Oh. Was ist denn das, ein Kopf da? Ist nein, wieso? Cut mach ich nicht, Alter. Wo sind wir? Was sind wir? Wir bleiben jetzt erstmal hier. Bleib stehen, rennt nicht weiter, sonst... Ich mach nicht einfach nur einen Cut, Jojo, um die nächste Folge. Werden wir überfahren? Wenn alles gut, wir machen so, Navo, bleib mal hier. Wir beenden jetzt hier den Part. Nein, das war ein Scherz, hör auf, Jojo. Wir können noch 10 Minuten machen oder so. Nein, wir beenden jetzt den Part. Oh, jetzt hör auf. Ihr wolltet das sehen. Das war ein Scherz. Komm, es ist eine schöne Endcut hier mit dem Mond im Hintergrund. Da. Okay, episch. Nein, episch. Du willst es. Okay, du willst es. Ja, stirb. Bye, macht euch fertig! Bye, war so klar, es war so klar. Stirb! Ich hab nicht mal meine beste Waffe genommen. Ich hab dich sogar mit nicht mal treffen angefasst. Können getroffen. Da! Warte, lass mich, einfach bitte zwei Level ab und dann beleg ich dich mit einer Atomrakete. Da werde ich einfach runtergeschmissen. Iridium! Alter! Alle laufen auf das Iridium! Ah, Iridium! Ich komm hin, ich häng hier fest in dem Boden, Super Cyberbot, ey. Warum bist du eigentlich der Horst? Achso, schön, du bist ja auch der Horst. Wo ist ein Gegner, Leute? Was Dickes. Und wer jetzt auf den Gleisen stand, ist tot. Miau! Was passiert hier gerade? Omli ist gestorben auf den Gleisen! Und ich hab Weil der Zug kam! Ich mag Züge! Ich meine, das hat mich $573 gekostet. Warum erzählt mir sowas keiner vorher? Und jetzt lacht er mich auch noch aus, dem Penner. Das ist der Zug, den wir hijacken müssen, mein Freund. Das ist nicht nett von uns. Nicht nett. Ja, nicht mal. Nicht aber komm, das hier das ganze Geld. Aber komm, das hier kannst du doch gut als Endcard nehmen mit dem Mond im Hintergrund. Wo ist ein Mond? Boah, das ist da ein Mond. Oben. Ja, weißt du, wenn wir dann drei hier oben stehen und Cyberbot dahin, dann hat er das als Endcard auf den Mond. Und das ist auch ein schönes Ende. Rubli darf jetzt eh nochmal herladen. Besser kann man den Zug doch eh nicht anhalten. Und du mit deinem Ende mal, lass noch ein paar Minuten machen, den Zug kriegen wir jetzt noch. So. Okay, wir klären den Bereich jetzt noch. Zug! Das wir tun.
Gehen wir doch mal überfahren. Wollte ich nur anmerken. Da kam ein Zug. Ich mag Züge. Ja, geh mir nicht auf den Sack, friss mein Geschütz. Muschi Snuggy Bits. Die Freundin mit Wurms. Stirb. So, Nahkampf tot und so. Ein blaues Schild. Mein Inventar ist voll. Da muss ich erstmal mit Inventar. Ich hab ein lila Schild, Bitches. Oh, so weit. Okay. Ah, jetzt bin ich dran gestorben, aber nimm die Pfoten von meinem Schild weg. Pfoten weg von meinem Schild. Ja, siehst du hier neue Kraft, nehme ich den Scheiß mit. Ich leg euch alle auseinander. Stirb. Ich brauch meinen Psycho zurück, yeah, dann kann ich wenigstens durchdrehen. Na, aber einfach Instant Level 14, Mord. Ja. Ich bin auch gleich Instant Level 14. Stirb, Goliath, stirb! Du bist echt überlegene Sweetheart. Mag Alter. Dich. Goliath! Rasender Goliath! Irgendwie ein bisschen rasend aus, ja. Juli, brauchst du Hilfe? Wo ist er? Ich brauch niemals Hilfe. Was ist da oben? Wir alle auseinander! Okay, er braucht keine Hilfe. Ich hab die gerade perfekten Visier gehabt. Warum tust du sowas? Wo ist der Nächste? Wo ist der Nächste? Ich leg mich auf! Ich bin überfordert gerade. Ich auch, aber passt dann schon. Seid ihr keine wahren Borderlands-Spieler? Das ist korrekt, ich hab noch nicht so krass viel Erfahrung. Kommt mittlerweile. Ah, oh, da unten ist der Boss, Goliath. Weg mit unten? Dir! Bitte mal runter, stirb! Ach, jetzt stirb! Nicht meinen Typen töten, bitte. Ich hab hier so ein Itemaradörfer dann an den Kirch, dann bin ich wieder da. Back! Ich hab den. Oh, komm schon, Alter, das fehlen noch zwei Treffer oder so. Okay. Nein, 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 ich mach ihn selber! Da, bin okay. Selber aufgestanden. Ja. Ich brauch keine Hilfe. Ja, 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 hab ich gesehen. Danke. Soll ich hier aufnehmen? Irgendeine Rakete auf dem Kopf, das war nicht falsch. Oh, da, da. Da bist du echt unpraktisch im Nahkampf, ne? Was. Den mach ich, das ist meiner. Das ist meiner! Okay, nicht mehr. Wer war das? Bin mal ich nicht. Von der Explosionsaufnahme, das war Jojo. Nein, ich stehe hier hinter der Wand, ich kann's nicht gewesen sein. Das Ding da oben abschießen? Achso. Alter, komm, da kommt hier noch! Da sind aber viele. Über uns ist ja noch einer. Ja, wenn man ja, hier nicht weggeht, sagen, spawnen die auch immer wieder neu. Lauf, wir zurück. Wo müssen wir weggehen? Es fehlt wieder. Wo seid ihr denn? Ich bin verwirrt. Lauf zurück, zum... man könnte sich rausziehen. Oh, ist das ja, anstrengend, auf so einen Helikopter zu schießen mit diesen verzögerten Schüssen. Du könntest einfach mitgehen. Das stimmt, hat keinen Sinn. Ja, pff, damit kein Problem, aber am Ende werde ich dann wieder als Wascher beleidigt. Das ist doch keine Beleidigung. Zur Feststellung. Ne? Feststellung, okay, Alter. Ich fühle mich auch nicht bei Arschloch beleidigt, also. Ne? Wieder was dazugelernt. Arschloch ist keine Beleidigung mehr heutzutage. Oh, ich bin down. Das ist ein Ehrenzustand. Warte, ich sammel dich. Das wird wieder, das wird wieder. Ach, sie sammelt dich. Ach, sie sammelt so, Pokis. Hau weg, die Scheiße. Ich bin noch eine Nurse, also ich von vor. Daher. Danke. Du musst einfach vor-aimen, das ist so anstrengend. Mann, ich hab auch fast so runtergeschossen, du Penner. So, jetzt hab ich alle Kill, Teile mit der Sniper weggeholt. Manu. Sorry, Navo. Aber Cyberbot ist ja einfach weitergerannt. Ja. Und lässt seine Teammates hier vergammeln. Du schaffst verrecken vor allem. Und ich tot, ihr beide. In Ruby. Ich hab Vertrauen nein. In Ruby. Nein. Ich wollte, dass ihr beide sterbt. Ich kann überhaupt nicht durch. Wir müssen zu Tiny Tina zurück, okay? Das sind mir ziemlich anschlüssige Arme für so ein kleines 13-jähriges Mädchen. Frag mich, ob sie sich den selber ausgesucht hat. Ja, hat sie bestimmt. Tiny Tina. Boah, ich immer versucht die beiden gerade mit jeder Pompe. Das ist ja. So wurscht, ehrlich. Im schlimmsten Fall liege ich am Boden, du musst auf mich warten, weil ich K.O. bin. Also, was hast du davon? Dann kriegst du auf allen Vieren hinterher. Jetzt, wir müssen rausgehen, sonst arbeitet sie nicht. Aber das klingt falsch. Oh ja. Du kannst dich ja hier durchbacken, das ist wirklich so, da kannst du zugucken. Und was macht sie dann? Sie tanzt da drin ein bisschen rum. Ah. Das ist ein Häschen. Ja, das sind ihre beiden Hasen, ihre Raketen. Hasen? Oh, ich sag immer echten Hasen.
Und he? Mhm. Darf ich auch mal sehen? Geht ich häng fest, hier? Hilfe, lass mich hier weg. Das geschieht euch ganz recht, man darf gar nicht so neugierig sein. Hallo. Ach, das ist ja geil. Hast du gesehen, oder? Kannst du einfach durchgucken. Erstmal wieder ein bisschen Munition hier zusammen kaufen. Ich muss sagen, die sieht ein bisschen fertig cool aus. Aber nur ein bisschen. Ich finde sie cool. Aber muss man ausprobieren. Sie ist eh ein bisschen... Boah, was ist das für ein Teil? Ist ja geil. Ganz dumm im normal Kopf, aber... Ganz normal. Jetzt, sogar dumm im aber Kopf, komm, Ruby, das musst du jetzt einsehen. Das ist erstmal ein gutes Ende, oder? Ja. Wir haben die Mission fertig und dann im nächsten Zug... im nächsten Zug sprengen wir eine Folge, Zug, weißt du? Die Hälfte der... Im nächsten Zug sprengen wir eine Folge, weißt du? Ja. Yeah. Alter, hat der eigentlich die Karte schon mal gelesen? Dieses Fluffy Butt? Okay, der killt my parents. Ja, Bella ja, das Ganze, hier, oder? Da, du hast doch später eine Mission, hier, Cyberbot. Ja, ich weiß, boah, ist das eine Schrotflinte oder was ist das? Das war's mit der Folge, danke für den Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part. Alle schön. Und wir schauen auf keinen Fall bei Cyberbot vorbei, nur bei Nao und Rubli. Bei Jojo auch nur, weil ich gucke, dass so keine Videos. Tschö. Ciao. Ciao.